Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf den Sonntag. Wir haben es 9.35 Uhr. Ich bin frisch und motiviert aufgewacht. Auf der neuen Rebirth-Karte Fortune's Keep. Heißt es so? Ich weiß es nicht. Wir zocken jetzt den ganzen Hasen, checken das Ganze aus. Ich bin super gespannt. Es gibt ein paar Dinge zu bereden. Auch ein, zwei ernstere Themen. Beim letzten Video, wo ich die neue neue Schwanz-Season getestet habe von Coffee die Vanguard. Gab es ein paar kritische Kommentare, auf die ich ein bisschen in diesem Video eingehen möchte. Ein bisschen zocken auf den Sonntag. Hier sind es aktuell 25,3 Grad. Gerade waren noch die Fenster offen, jetzt habe ich die Fenster zugemacht, damit ich meine Nachbarn nicht belästige. Ich bin gespannt, wie warm es hier sein wird, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Alle Sachen sind hier an, Lichter, PC, Alter. Ach, Digga, mein Mikrofon, das steht, Leute, ich habe das Mikrofon, ich habe doch gemerkt, irgendwas ist hier anders, mein Mikrofon, stand nicht richtig. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem irgendwie halbwegs verstanden, die Map sieht wunderschön aus, das Wasser hier, direkt Malediven-Vibes, geil. Wir sind auf einer weiteren Insel angelangt, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir landen direkt Town. Gelb markiert, weil da vielleicht der beste Loot ist. Ich weiß es nicht, ob es so eine Bestimmung gibt. Hier gibt es auf jeden Fall ganz viele verschiedene. Boah, Shotgun. Boah, Gold habe ich auch gesehen. Irgendwas gibt es mit Gold. Ich weiß nicht, was man dadurch bekommen kann. Kann ich hier rein? Nein, komisch. Jawohl! Alles ist zu. Ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn es nicht so viele kleine Gebäude gibt. Ich würde nur wissen, wo man rein kann. Hier, Digga, man kann uns so rein. Hier, moin. Digga, ist alles abgesperrt. Alles privat, Grundstück. Aua, 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 aua. Mann! Wir landen auf irgendeinem Dach. Oh, da oben ist einer. Alter, das ist voll der nice Vibe, sag dir ganz ehrlich. Fick mich jetzt nicht! Alter, was hat er für einen perfekten Shot auf mich gehabt? Niceness. Ich weiß gar nicht, was die Community sagt. Ich habe auch gar nicht Twitter gecheckt, ob irgendwie die Community gehypt ist, sauer ist. Wenn sich zwei streiten, freut sich immer Onkel John. Alter, was ist das für eine Map? Oh! Rio de Janeiro. Eine Landetür. Digga, es macht das grauen Spaß. Erst 5 Kills, ich hab das Gefühl, ich hab 12. Das ist so geil, wow. Ja! Prezi, rein hier. Das ist das Grauens geil. Ich hole direkt einen epischen. Kann ich gar nicht auf die Haters eingehen. Das war ja kein unnötiger Hate, Beleidigung, sondern ein bisschen Kritik. Ist ja auch in Ordnung. Für Leute, die es jetzt auch nicht verstanden haben. Silent X-Man, da ist über euch noch einer. Über mir oder unter mir? Oh, Bruder, das ist ja gottlos. Ja! Blärt, yeah, blärt! Also, im letzten Video war ich ein bisschen müde, hab ein bisschen gelangweilt, die scheiß neue Season angezockt, die absolut reingeschissen hat, wieder eine neue Remake-Schwanzkarte. Und ich hab, so ehrlich, ich bin darauf dann auch reagiert und nicht wirklich, nicht so wirklich, ja, Spaß gezeigt und war relativ gelangweilt. Ein paar Kommentare, die ich abgegeben habe, hat die Leute getriggert, dass sie dann das gesamte Video das gesamte Video ein bisschen salty angeguckt haben. Denn ich habe in dem Video Ach, Digga. Lass die Kackwaffe nach! Oh nein! Was ist jetzt? Was ist? Ich komm nochmal rein. Ich habe sowas gesagt. Oh, ich bin heute früh um 11 aufgestanden. Ich bin des Todes müde. Oh, gar kein Bock. Scheiß neue Season. Und das hat natürlich, verständlicherweise vielleicht, irgendwie Leute auch getriggert und gesagt, boah, ganz schön verspoilt, ganz schön verwöhnt. Irgendwie hier um 11 Uhr aufstehen und dann auch noch meckern. Und dann heulst du hier wieder rum und scheiß neue Season und du hast keinen Bock und... Ja, das kann ich in gewisser Weise verstehen. Aber erstmal
mit einer Äußerung, die ich nenne, von wegen, ich bin müde um 11 Uhr, ist es überhaupt gar keine Beschwerde, von wegen, oh, 11 Uhr ist so früh. Ich weiß, 11 Uhr ist nicht früh, aber wenn du um 7 Uhr pennen gehst, dann ist 11 Uhr früh, wenn du zu einem Termin gehen musst. Okay, ich war müde, das war einfach nur ein Fakt, das war gar keine Beschwerde. Und auch müsst ihr nicht in jeder Situation euch da vergleichen und schauen, oh, ich bin um 7 Uhr aufgestanden und da muss er nur Gaming machen, ne? Also, da ist dann wieder direkt der Vergleich und so ein bisschen so eine Missgunst, was ich, wie gesagt, irgendwie in Teilen auch verstehen kann, wenn man einen harten Tag hat oder kommt man nach Hause und dieser Wichser zockt irgendwie und heult rum, dass er um 11 Uhr aufstehen musste. Aber es war kein Rumheulen, es war einfach nur ein Fakt, dass ich müde bin, weil ich um 7 Uhr erst im Bett war und deshalb sehr wenig geschlafen habe. Und dann ist die Season auch noch Schwanz. Das war Kritikpunkt Nummer 1. Kritikpunkt Nummer 2 war, ja, kein Spaß, gelangweilt von der Season. Sicherlich, ja, das ist aber dann die Realness, die ich habe, dass ich jetzt hier nicht sitze und dann euch vorgaukel, wenn mir etwas wirklich keinen Spaß macht, dass ich hier dann hier rumjubel und irgendwie groß schreie. Das ist so ein bisschen das Problem, das habe ich jetzt auch schon in ein, zwei Real-Life-Stories gemerkt, dass viele Leute das enjoyen und viele Leute das feiern, dass ich real bin, aber die feiern die Realness nur bis zu einem gewissen Punkt. Nämlich, solange sie die Realness auch mögen. Wenn ich irgendwie wie ein Arschloch rüberkomme oder irgendeine Story erzähle, wo ich wie ein Arschloch rüberkomme oder irgendwie, keine Ahnung, was mache, ja, dann bin ich auf einmal der Bastard, obwohl ich trotzdem real bin. Das müsst ihr akzeptieren, dass erstens nicht jeder Move von mir euch gefallen muss und zweitens, dass das Mitbringsel ist, wenn ich real bin. Ich könnte hier vorgaukeln und irgendwie sagen, oh, alles voll geil, ey, Sommerloch, 33 Grad, ich habe ultra Bock, mich jetzt hier vor die Konsole zu hocken und ein Video aufzunehmen. Könnte ich euch vorgaukeln? Mache ich nicht. Ich bin ehrlich. Jetzt gerade habe ich das grauen Spaß gehabt und ihr habt die Emotionen bekommen. Season Vanguard ist Schwanz, ihr habt die Emotionen bekommen. Ob das jetzt einem gefällt oder nicht. Und generell auch, ich rede dann über andere Themen, irgendwelche Stories in dem Video und dies und jenes, dann so, ich bin hier für COD. Nein, Bruder, du bist hier, wenn dann für mich, oder du sollst diesen Kanal bitte deabonnieren, denn dieser Kanal ist eigentlich ausschließlich nur für mich gewesen. Und hier rede ich über Dinge, die mich interessieren und nicht, ich rede hier nicht für jemand anderen. Ich rede hier für mich und für die Leute, die das feiern. Und wenn ich hier irgendwie Call of Duty hate und sage, Schwanz-Weltkriegsszenario, ich krieg das Kotzen, ja gut, dann wichst euch auf NTV-Dokus ein, dann sind die Videos von mir wahrscheinlich die falsche Wichsvorlage. Tut mir leid, aber das ist so mein Ding. Ich sitze hier jetzt gerade bei 26 Grad. Wie ist es jetzt hoch? 25 Grad haben wir angefangen. Es sind wirklich 26 Grad. Es wird immer heißer. Ey, könnt ihr das nicht verstehen, dass dann eine Schwanz-Wenger-Season, die überhaupt keinen Spaß macht, ich 3 Stunden schlafe, dass ich da vielleicht mal ein bisschen salty bin, wenn ich hier wieder übelst am Schwitzen bin? Okay. Könnt vielleicht, ich habe jetzt diese Drecksmunition eingelegt, könnt vielleicht nicht alle verstehen, ist aber auch okay. Ich will mich, wie gesagt, ja auch nicht beschweren, aber das ist dann meine Art von Reaktion in einem Video, dass ich dann vielleicht für den einen oder anderen ein wenig anders bin. Jetzt kommen dann auch wieder Leute und sagen, du musst dich doch nicht rechtfertigen. Doch, ich muss mich rechtfertigen, ich möchte mich rechtfertigen, weil das mich in gewisser Weise die Kritik ich verstehen kann und ich weise sie nicht komplett von mir ab, aber ich will mich trotzdem auch in gewisser Weise rechtfertigen, weil ich da auch was zu sagen habe. So, es ist Sommerloch, ich habe hier keinen Reiz, jetzt jeden Tag irgendwie richtig viel vom PC zu schwitzen. Und es kommen auch noch andere Videos, die andere Dinge beinhalten. Ich will unbedingt das Top 10 Parfum Video machen und das kommt zu 100%, das verspreche ich euch. Und auch so, wenn ich hier mal irgendwie bis inaktiv bin oder weniger Videos hochlade, ist es ja nicht das Ende von John Rage. Das wurde dann so ein bisschen dargestellt. Ja, ich glaube, das geht nicht mehr so lange gut. Und ja, vielleicht geht es nicht mehr so lange gut, aber darüber müsst ihr euch ja eigentlich theoretisch keine Gedanken machen, weil es ist ja mein Leben, es ist mein Kanal, es ist mein Beruf. Das war dann auch Kritikpunkt Nummer 3, beziehungsweise, ja, Frage Nummer 3, John, wie kannst du das Ganze eigentlich noch finanzieren? Von YouTube kannst du ja nicht mehr leben. Das ist ja irgendwie nicht mehr möglich, so wie du das hier machst. Erstmal nett, dass ihr das teilweise ja euch darum fragt und um mich sorgt. Und dann habe ich auch so Kommentare gelesen wie, oh, ist das Geld ausgegangen? Musst du wieder ein Video machen? Apropos, Geld geht aus. 25% Rabatt Aim-Controllers. Ich schwör's, ich habe es, glaube ich, noch nie hier gefühlt erwähnt auf dem Kanal. Aim-Controllers hat jetzt aktuell für eine Woche lang 25% Rabatt mit dem Code John, J-O-H-N. Links in der Beschreibung ab Mindestbestellung von, nicht von 100, von 220 Euro. 25%, das heißt, wenn ihr für 1000 Euro shoppen geht, kriegt ihr 250 Euro Rabatt, wenn ihr euch mit Kollegen zusammen tut. Eine Woche lang, John einfach eingeben. J-O-H-N am Ende der Bestellung beim Gutscheinfeld eingeben. Würde mich freuen und unterstützen durch diese harten Zeiten. Beziehungsweise auch teilweise nicht hart sein. Klar,
ich mache gerade wenig Videos, ich mache nicht mein Primetime-Money, dass ich hier sage, yo, ich gehe mit jedem Monat mit 10.000 Euro plus und die stecke ich dann noch in Krypto und Krypto-Boom und so, ne? Aber ich habe erstens selbst für mich herausgefunden, dass Call of Duty, was ich ja hauptsächlich trotzdem immer noch mache, saisonale Arbeit ist. Was heißt, dass es einfach im Sommer bei 30 Grad Ende Juni, Anfang Juli einfach auch eine Phase ist, die nicht so turbulent ist wie Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Diese 5 Monate, wo neues Call of Duty rauskommt, wo alle zu Hause sind, wo ich selbst ja auch nichts anderes im Kopf habe außer Call of Duty. Aber jetzt habe ich gerade einfach auch viele andere Dinge außer Call of Duty im Kopf. Oh nein, ich töte ihn trotzdem. Was hat der für einen Pfeil? Digga, das macht wieder des Grauens Spaß. Nein! Aua. Das heißt, ich als Selbstständiger rechne auch damit, dass ich jetzt vielleicht im Juni, wo ich keine Videos mache, jetzt auch nicht jeden Monat mit 10.000 Euro beiseite liege. Und es gibt Leute, die machen das. Und das ist auch so ein Ding, Geld geht aus, so dieser Geldgeist-Vorwurf. Also, Digga, wie doof kann man denn sein, wenn ich ein Video die Woche oder ein Video im Monat mache, dann bin ich doch nicht geldgeil. Was ist eigentlich auch so schlimm daran, geldgeil zu sein? Wenn man jetzt richtig penetrant im Geld hinterher rennt und wirklich alles, alles, alles dafür macht, dann kann man geldgeil kritisieren. Aber erstens ist Geld was nicht Negatives per se. Und zweitens, wenn ich doch so das Ganze nur für Geld mache, Bruder, dann würde ich doch jeden Tag 1-2 Videos hochladen. Ich würde streamen und ich würde viel mehr die Kuh melken. Aber das mache ich nicht. Das heißt nicht, dass ich das nie machen werde oder dass ich daran auch generell kein Interesse habe. Aber ich fühle es jetzt gerade nicht, hier 100 Videos zu machen. Und dann sagen mir Leute, ich bin geldgeil. Bruder, wollte ich verarschen? Ich mache aktuell nur das, was ich fühle. Und ich bin ein Lappen! Das war so als kleines Statement. Nur mal kurz drüber geredet gehabt. Das war mir wichtig, weil die Kritik natürlich nicht an mir vorbeigegangen ist. Und ich kann auch verstehen und ich möchte nicht jede Kritik von mir wegweisen. Ich kann das schon verstehen, dass man das vielleicht irgendwie nicht so nice findet, wenn man dann nach Hause kommt, den ganzen Tag gearbeitet hat und dann labert dir so ein Jungspund, dir ein voll, was für ein hartes Leben hat. Das ist, wie gesagt, ganz oft von mir einfach keine Beschwerde, sondern einfach nur eine Feststellung und eine Erklärung der aktuellen Situation. Digga, wenn ich dich hole, dann bist du wirklich ein Knecht! Ja, Paul! Und ich will nicht immer sagen, ja, das und das kommt und jenes und bla bla bla. Lass den Kanal hier auf abonniert und checkt ab, was hier ab und zu mal kommt. Und vielleicht wird's mal scheiße, vielleicht wird's mal geil. Mit eins könnt ihr hier immer rechnen, dass ich so real bin wie möglich. Und auch nicht, weil ich es jetzt auf Krampf machen will und das meine Aufgabe ist. Digga, oh. Sondern weil das die einzige Art ist für mich, irgendwie Videos zu machen. Ich kann mich schlecht verstellen und irgendwas euch vorhypen. Wenn ich es nicht fühle, oh Gott, mit der letzten Kugel. Ja, Uncut im Clan-Tag. Platz 15. Und auch an alle YouTuber und auch an alle, die durchziehen, die jeden Tag Videos machen, die streamen, die bam, richtig Cash machen. Das ist ja auch überhaupt gar keine Kritik meinerseits. Alter, ist doch voll geil, ist doch voll geil. Ich bin einfach gerade nicht in diesem Rhythmus drin. Und ich freue mich auch wieder, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade und wenn die Kassen wieder klingeln und ich mir wieder richtig schön das Geld in den Arsch schieben kann. Das ist doch geil, Alter. Aber, ey, ich bin am Schwitzen. 26,4 Grad. Kann man eigentlich, glaube ich, verstehen. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Die Map ist todesgeil. Vielleicht zocken wir sie nochmal. Wir sehen uns die Tage, denke ich mal, safe bei neuen Videos, was auch immer. Vielleicht wird es das Top 10 Parfum-Video, Rage to Commander oder was auch immer. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, vielleicht was ich jetzt in dieser Zeit machen kann. Leute haben mir auch gesagt, vielleicht kochst du mal, vielleicht koche ich mal so für faule Leute, so wie ich, der eigentlich nur Essen bestellt oder sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen schmeißt. Übrigens, apropos Tiefkühlpizza, habe ich seitdem nicht mehr gegessen, seitdem ich die Pizza komplett verbrannt habe, wo ich eingeschlafen bin, 4 Stunden lang die Pizza im Ofen war. Ich habe den Ofen jetzt letztens gesäubert, aber ich habe ihn seitdem noch nicht benutzt. Sonst mache ich mir nur Nudeln. Vielleicht mache ich mal so eine Top 10, 5 Minuten Rezepte oder was weiß ich. Keine Ahnung, wer weiß das schon? Ich bin für alles offen. Schreibt mir Anregungen in die Kommentare. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.